Hallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Chaos. Ich habe natürlich das Chaos genommen, weil das Voting irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Irgendwie war da ein reinstes Chaos im Voting allgemein. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn halt so gewotet ist, dass alles durcheinander ist, dann werde ich auch die Folgen auch so danach benennen. So, jetzt habe ich zumindest mal eine Bezeichnung für dieses Let's Play. Und heute bin ich alleine, weil ich irgendwann wieder mitten in der Nacht spiele. Und mal gucken. Also mal sehen, wie es ankommt. Weil ich habe von allen irgendwann etwas genommen, aber keiner konnte es irgendwie entscheiden. Es kam dann wieder nur in die Kommentare. Zum Beispiel, wie heißt du auf PlayStation? Oder wie heißt du im PSN? Oder da waren ja tausend Dinger drin. Wo ich mir einfach dachte, irgendwann, es war ja eine Art Voting da, der Bobby Boy hat Dinge vorgeschlagen, jeder hat irgendwas anderes vorgeschlagen, aber dann ging es ja bloß wieder dagegen, wer mitspielen soll. Ich wollte doch einfach nur eine Antwort haben, wie es Let's Play heißen wollte und nicht, wer mitspielen soll. So, dass wer mitspielen sollte, erschaltet nämlich erst später. Das wird die nächsten Folgen so, also ich glaube, sogar die nächste Folge werde ich das als Thema nehmen. Hey, hier habe ich Eisen vergessen. Und ich dachte ihm, Alter, ich will doch einfach nur eine beschissene... Also ich sag's jetzt mal so, ich will einfach nur eine beschissene Antwort haben. Hat irgendwie nicht so ganz so geklappt. Na gut, jetzt haben wir natürlich einen Namen. Mal sehen, wie es weitergeht. ja, so ist es nämlich, wenn irgendwie nichts so durchsickert und alle irgendwie nur so, wir mitspielen denken. Aber es geht einfach nur ums Mitspielen. Aber ich wollte doch einfach nur ein Stück normales Voting haben. Na gut. Ja, ist halt so. Dann haben wir jetzt halt einen Namen. Passt ja auch. Ich werde jetzt noch ein bisschen wühlen gehen. Ich muss mal gucken. Ich brauche noch einen Haufen Eisen. Ich muss noch Lehm sammeln. Und ja, erst in der nächsten Folge wird welche entscheiden, zumindest nicht alle, zum Beispiel, wo ein paar Leute hingehen werden und bauen. Und jetzt schwupp, sind alle von diesem Let's Play weggeguckt, gleich die nächste Folge. Ach man, ey. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen soll, ist ohne Scheiß. Ich glaube, manchmal echt meine Folgen werden nur geguckt, weil es dann heißt, oh, da können wir mitmachen, da sind wir bei YouTube zu sehen. So glaube ich das manchmal langsam. Ich muss mal kurz das Lied ändern, sorry. So, ich habe es nämlich schon wieder gehört, dass ein bestimmtes Lied losgehen wurde, wo mich die GEMA das letzte Mal schon angekackt hat. Was ist denn hier mit einem Fauche schon wieder? Wo ist denn das blöde Vieh? Ah, du kommst ja hier hoch! Spider-Man! Sorry, ich hab's vergessen. Ja, schwimm runter, du Arsch. So, dann gucken wir mal, was es hier so Feines gibt. Erstmal Licht. So, habe ich Holz mitgenommen? Ach, ich bin der Blöde gewesen. Naja. Das ist immer, wenn man so viel quatscht, dann vergisst man die Hälfte. Dann nehme ich die Fackel ein Stück mit, oder? Oder gehen wir schnell oben einen Baum holen. Komm, wir gehen schnell einen Baum holen. Vielleicht finden wir oben noch was Interessantes. Wer sich jetzt gerade fragt, von wem oder was dieses Lied ist, das ist von Elfenlied, nichts für kleine Kinder. Also wer das gucken will, 18 plus, ne? Nicht nur, weil man da nackte Frauen sieht, sondern weil es auch ziemlich brutal ist und das sollt ihr nicht gucken. Und zwupp ist die Google-Anfrage ziemlich hoch. So, hier ist noch ein bisschen Eisen. Jo. Ich darf hier keinen Flausen in den Kopf setzen, das muss ich mir merken. Ich könnte mal ein bisschen Höhlenmusik anmachen, Moment. So, kann man ab und zu mal ein bisschen durchwechseln hier. Ich muss bloß mal die Schnitte setzen, das nervt ein bisschen. Aber naja, ein bisschen Arbeit muss ich ja noch investieren in die Let's Plays. Nicht nur, dass ich sie... Du blöde Potsau. Alter, das ist ja doch fast explodiert. Puh. Das ist mir irgendwie unheimlich hier. Habe ich den Eingang verpasst? Gut, Brot habe ich genug bei. Dann muss man kurz nochmal schnell hochflitzen. Oh, irgendwo ein Baum. Boom.
Ich fand es auch cool. Mir hat heute jemand geschrieben über Facebook. Der hat so geschrieben, wie er anscheinend gesprochen hat. Also, Boom. Er hat Boom geschrieben. da hab ich mir erstmal voll reingefeixt, ey. So, ich muss da irgendwie rüberkommen. Ich bin hier vorhin so unglücklich da lang gelaufen. Eisen! Wo bin ich überhaupt? Ach, hier. So, da sind wir auch schon wieder oben. Guck ich mal eine Runde hier. Mal ein Bäumchen weghacken. Ach, ein Wolf, ich dachte, was flitzt denn da hinten rum? Krieg schon Hallus hier. Ja, ich muss mir schon, ich überlege schon ein bisschen, wie ich das einteile, wo wer hinkommt. Und wer nicht hört, der fliegt. Muss ich auch ein paar Regeln einführen. Geh ich da jetzt wieder runter? Na komm, da gehen wir wieder runter da. Gehen wir ein bisschen wursteln da unten. Creepy, du blöde Potzau, verpiss dich. Komm, Creepy. Noch einer. Komm her, na komm her. Hier ist hinten. Hä? Was macht der? Hä? Creepy? Creepy? Was macht denn der? Der geht voll ab da unten. Nein! Nee, das ist mir zu blöd, jetzt da runter zu gehen. Ich sammle lieber ein bisschen Kohle. Ist der jetzt hochgekommen? Nee. Zu mal gucken. Nicht, dass den Herren auch noch einfällt, hier hoch zu wackeln. Kies! Ich brauche Kies! Da hinten ist noch Eisen oder so. Wir müssen um die Ecken schauen. Na, komm her, komm her, komm her. Zack, 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 komm her, komm her. Ich bin übelst der Killer. Ah, Creepy! Alle so viele Creepies hier überall. Die machen mir schon ein bisschen Angst. Hier alleine im Dungeon. Wir sind hier im Dunkeln, ganz allein. Nur von mysteriösen Wesen umgeben. Das Böse lauert in jeder Ecke. Oh Mann. Ich habe zu viel Fantasie. Alter, wie viel Kohle ist denn hier? Davon muss ich jetzt ordentlich sammeln. Denn wenn ich meinen Ofen wieder irgendwann in Betrieb nehmen will, na, dann brauche ich jetzt ganz, ganz viel. Und nicht nur die Kohle. Nur Kohle ist das, was zählt. Gut. Diese bedrückende Stimmung hier. Das macht aber auch die Musik. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich versuche mal die obersten Schichten erstmal durchzufarmen hier. Da ich erstmal auf Eisen großteils aus bin. In die tieferen Regionen. Gehen wir erstmal später. Ich will erstmal nur ganz viel Kohle und Stein sammeln. Was haben wir jetzt eigentlich? Nicht gerade viel. Aber das wird noch. Das wird noch. Und denkt dran, die Leute, die mitzocken können, also die mitbauen können, zocken können ja alle mit, bloß bauen halt. Da wird es so sein. Jetzt habe ich es vergessen. Alter, was ist denn mit meinem Brain nicht in Ordnung? Achso, ja, es wird sich nichts mehr von mir geholt. Das heißt, meine Bude ist tabu.
Weil das kennen wir ja, ich habe gesagt, es wird nicht mehr in meine Wohnung gegangen, BAföG sind wieder alle drinne. Da hätte ich auch liebst mal alle rausgeschmissen gleich. Junge, kennt ihr kein Privateigentum? Das Eisen! Ma. Wir haben ja schon wieder so viel, ey. Wenn ich überlege, die 50er, die ich vorher noch hatte. War das da hinten? Ne, ich dachte, da wäre noch ein bisschen Eisen gewesen. Ich muss mal unten aufpassen, da sitzt noch eine Potsau unten. Dieses helle Holz ist doch mal urshässlich jetzt, ohne Scheiß. So, da mache ich mir jetzt alles Fackeln draus. Geht wieder die ganze Kohle drauf. Aber irgendwann brauchen wir Fackeln. Alter, hab ich einen Schreck, ich hab Schreck von dem Lied bekommen eben. Schön leise sein, Freunde. Wir wurden gesehen. Ah! Los, Creepy! Spring! Spring! Jawohl! Weggecreepert! Ist eindeutig zu dunkel hier drin. Da hinten ist noch ein Creepy. Oh Mann, hier sind es ganz schön viele. Da sieht Creepy mich nicht, wenn es dunkel ist. Wo gehe ich lang? Hier? Hier geht es schon wieder ein Stück höher. Ich folge einfach mal dem Weg hier. Weil hier sieht das irgendwie ein bisschen sicherer aus als da hinten. Wir bestellten schon der Creeper an. Sehr sicher, wenn hier eine Wand vor ist. Alter, ich habe einen Pfeil im Kopf. Gut, wir müssen zum Creeper. Er ist weg. Er steht jetzt bestimmt hinter irgendeiner Ecke und erschreckt mich. Ah, ist er wirklich da? Alter, die Fledermaus. Ich dachte, was ist denn das schon wieder? Kohle! Ich weiß, ich bin ein bisschen angespannt hier unten immer, deswegen... Die Fresse da hinten. Deswegen bin ich immer ein bisschen... redeunfreundlich, sage ich mal so. Ha. Gehen weiter! Alter, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Wie viel seid ihr denn heute? Ah! Warte, ich seh gleich wieder was. Ich muss nur was fratzen. Hier sind ganz schön viele Creepies unterwegs. Na, na klar, eine Sackgasse. Das ist die, nicht die Spaßkasse, nicht die Sparkasse, sondern die Sackkasse. Wir buddeln jetzt fröhlich in die Wand. Creepy, creepy. Ich habe das Licht wieder ausgemacht. Ich hätte natürlich auch meine Stadt Potsauhausen nennen können. Wäre auch was gewesen. Also meine Stadt. Die Stadtbenennung, die kommt ja irgendwann später, wenn mehr Häuser da sind. Die Folgenbenennung, ja, bleibt jetzt erstmal Chaos. Sozusagen, dass jede Folge einen bestimmten Namen hört. Dann wird's einfach... Bild da draußen Hund. Das ist einfach nur... Minecraft heißt, das hat ja jeder. Deswegen brauchte ich einen individuellen Namen. Und da das meiste schon vergeben ist... Also ich habe jetzt immer einen Namen gekriegt. Was habe ich bei Facebook? Habe ich einen Haufen Dinge gekriegt. Varo? Gibt's schon. Denn Reset wusste ich nicht. Hat bei Bobby mir geschrieben. Gibt's auch schon. Dann hat mir einer vorgeschlagen, Minecraft Leben gibt's doch auch schon. Sucht euch nicht immer aus, was der Däne hat. Ich bin nicht Däner. Ich schreie auch nicht so oft. So. Jetzt wird's da draußen auch noch dunkel. Na prima. Die Musik
leitet die nächste Folge ein. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao und macht's gut.